Ja, komm schon. Kommt irgendwie immer von hinten. Fieser Maulwurf. Zack. Nein. Boah, das war knapp, glaube ich. Freaking! Nein, nein! Oh, das war nicht gut. So. So. Ach, das wird doch wieder nichts. Autsch. Ich werde auch immer verletzt, wenn er noch wieder reingeht. Hm. Nochmal. Irgendwann schaffe ich's. So. Der Anfang ist ja easy peasy. Man kann die Animation auch leider nicht wegmachen. Hat schon mal jemand was von einem pinken Maulwurf gehört? Ich nicht. Na, da ist er doch. Und weg. Zack. So muss es beim dritten Mal auch laufen. Okay. Na, wo bist du? Da bist du. Einmal. Zack, genau. Ich bin jetzt etwas näher. Super. Zack. Toter Maulwurf. Das ist der zweite. Irgendwie musst du dein Nest geben. Oh, dann haben wir den Kometen hier auch schon abgehakt. Das ging ja relativ leicht. Hui, 50 Stück schon. Hey, ein Sternteil. Bin ich wahrscheinlich aus Versehen drüber gelaufen. So, Eiswirker. Der Komet hier, den finde ich richtig geil. Aber ich will ja nicht spoilern, also der kommt schon noch. Lavaweg im Land des Eises. So. Diesmal hat es schon ein bisschen was mit Feuer zu tun. Und komischen, knuffigen Stachelbällen. Und wir sind wieder hier. Zack. Oh, cool. Hey. Na, die hole ich mir. So. So, wie kommen wir jetzt hier runter? Goomba! Ah! Sternteilchen. Meins. Zack. Ist da hinten noch eins? Da ist noch eins. Und hier auch. So, und auf der Unterseite dürfte dann der Rest sein. Und ein Goomba! Aber Freund Goomba lassen wir erstmal in Ruhe. Außer er stört uns. Aber er stört uns nicht, denn er ist nett. Okay. Nein, er ist doch nicht nett. Okay, gut, das war sein Todesurteil. Tja, na. Mario wollte nett sein, aber so bösartige Kreaturen wie Goombas, das wird nichts. Oh, das war ein anderer. Interessant. So. Jetzt ganz ruhig, ganz ruhig. Und so. Wow, das sieht heiß aus. Zack. Ganz viel Feuer. Wieder diese komischen Bälle. Autsch. So, kommen wir weiter. Hier kommen wir weiter. Da oben ist irgendwas. Da ist ein Powerpilz. Autsch. Nein. Oh, Mist, ich kann ihn nicht erschlagen. Dann gehen wir mal hier hoch. Zack, 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 zack. Nicht zu hoch, sonst wäre ich da oben gegen die Lava gesprungen, glaube ich. Hö? Wo bin ich?
scheint mir so, als wäre ich einmal im Kreis gelaufen. Oder? Ich bin verwirrt. Ah, nein. Aha. Feuerblümchen. Feuerblümchen? Hatten wir Feuerblümchen schon? Ich glaube nicht. Hey, der erste Auftritt der Feuerblume, falls ich mich nicht vollkommen verhaue. Feuer Mario. Jetzt bin ich stärker. Zumindest stärker. Allmächtig wäre ein bisschen übertrieben. Aber er ist tot. Das sage ich voraus. Ha! Ich glaube, ich sollte mir noch eine Feuerblume holen. Das hört sich nach einem guten Plan an. So, du bleibst mal kurz weg. Ich finde die Eisblume trotzdem geiler. Auf Wasser laufen ist einfach mal super stylisch. Hm. Na, ich glaube, ich bin hier irgendwo falsch. Hm? Okay. Jetzt weiß ich, was ich lang muss. Und noch einmal, Feuerblume. Feuerblume die dritte. Super. Wir müssen nach links, nicht geradeaus. Und man sieht so viel. So, einmal an. Nochmal an. Hm. Die hätte man bestimmt auch irgendwie tricksen können. Dass man die nicht braucht. Ach, egal. Und andere Seite. So. Brauchen wir nicht großartig uns aufhalten. Hier drinnen. Sternteile. Ach, egal. Obwohl, wir brauchen ja noch den Gomelo. So. Da ist aber ganz schön viel von dem Zeug. Na? Au. So. Wir müssen das da hinten anzünden. Nein. Das war knapp. Noch einmal. Und rechts dürfen wir wahrscheinlich auch eine anzünden. Gehe ich einfach mal von aus. Genau. Super. So, hier draufstellen und nach oben feuern. Super. Naja, das Rätsel war sau schwer. Natürlich. Unglaublich. Gut, dass wir den Powerpilz noch behalten haben. Und hier schön aufladen. Ah! Schwerkraft. Die Schwerkraft. So. Hier, dann das war. Falsche Seite, falsche Seite. In die andere Richtung. So ist gut. Nicht zu weit kippen. Okay. Oh, und hier sind die Teile in flammender Gestalt. Also irgendwie kann ich denen die Elemente entziehen und dann müssen sie sich erst aufladen. Mit Feuer oder mit Eis. Je nachdem, was man halt so braucht. Hm, aber sehr zerbrechlich, wenn sie nicht gerade Feuer unterm Hintern machen. Wie sowas. Ja. So. Jetzt gucken wir mal. Toll. Moment mal, kann man das vielleicht auch von hier aus anzünden? Sieht nicht so aus, oder? Warum nicht? Der hat fast getroffen. Na gut, dann nicht. Einfach mal wild irgendwie Feuerbälle verteilen. Na gut, dann machen wir es halt auch so, wie es gewollt ist. Ah, nein, so ist es nicht gewollt. Aha. Aber man könnte es von hier versuchen. Auch nicht.